Es war der Tag, an dem die Eishockeywelt den Atem anhielt. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Connor McDavid und Leon Draisaitl, die Superstars der Edmonton Oilers aus der NHL, wechselten zu den Bayreuth Tigers in die DEL 2. Die Hockeyfans in Deutschland konnten es kaum fassen. Was würde dieser Transfer für den Club und die Liga bedeuten? In Bayreuth herrschte Ausnahmezustand. Die Stadt, die bisher nicht unbedingt für ihre Eishockeybegeisterung bekannt war, erwachte plötzlich zum Leben. Die Fans strömten in Scharen zu den Spielen der Tigers. Die Ticketverkäufe schossen in die Höhe und die Medien waren im Dauereinsatz, um über das Phänomen McDavid und Draisaitl zu berichten. Die Aufbruchstimmung war greifbar und die Spieler der Bayreuth Tigers spürten, dass sie Teil von etwas Großem waren. Die Fans und die ganze Stadt hatten das Gefühl, dass ein neues Kapitel in der Geschichte des Bayreuther Eishockeysports aufgeschlagen wurde. Die Bayreuth Tigers wurden plötzlich zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das Training wurde von zahlreichen Zuschauern besucht, die gespannt waren, ihre neuen Helden in Aktion zu sehen. Die Spieler selbst waren von der Euphorie angesteckt und spürten den Druck, den diese Neuverpflichtungen mit sich brachten. Doch sie nahmen die Herausforderung an und arbeiteten hart daran, sich als Team zu formen. Die Zusammenarbeit zwischen McDavid und Draisaitl funktionierte von Anfang an wie am Schnürchen. Ihre spielerische Chemie war nahezu magisch. McDavid glänzte mit seiner unvergleichlichen Geschwindigkeit und technischen Finesse, während Draisaitl mit seiner kraftvollen Spielweise und seinem Torinstinkt brillierte. Die beiden Stürmer dominierten die DEL 2 wie keine anderen zuvor. Sie wurden zu einem Albtraum für die gegnerischen Verteidigungsreihen. Mit ihren Kombinationen und schnellen Angriffen durchbrachen sie scheinbar mühelos die Abwehrreihen der Gegner und erzielten so Tor um Tor. Die Fans in Bayreuth konnten es nicht fassen, wie diese beiden Ausnahmeathleten Woche für Woche ihr Können zeigten. Die Bayreuth Tigers wurden zu einer wahren Eishockeymaschine. Mit McDavid und Draisaitl an vorderster Front gewannen sie Spiel um Spiel. Die Gegner waren chancenlos gegen die unbändige Offensive der Tigers. Die Zuschauer in der Halle wurden von einer Welle der Begeisterung mitgerissen und feierten ihre Helden frenetisch. Die Mannschaft entwickelte sich zu einer Einheit, die in der Lage war, jede Herausforderung anzunehmen. Das Training wurde intensiver, die Spielzüge ausgefeilter und die taktische Ausrichtung perfektioniert. Trainer und Spieler arbeiteten Hand in Hand, um das Beste aus dem Team herauszuholen. Die Bayreuth Tigers hatten eine unerschütterliche Siegermentalität entwickelt und waren bereit, jedes Hindernis zu überwinden. Die Fans in Bayreuth waren im Eishockeyfieber. Jedes Spiel war ein Fest. Die Eishalle bebte vor Begeisterung und die Anhänger schufen eine Atmosphäre, die in der DEL 2 ihresgleichen suchte. Die Stadt hatte sich in ein Meer aus Tigers-Trikots und Schals verwandelt. Die Unterstützung der Fans gab den Spielern zusätzlichen Rückenwind und motivierte sie zu immer neuen Höchstleistungen. Die Fans feierten ihre Mannschaft mit Gesängen und Choreografien. Sie organisierten Fanmärsche durch die Stadt und drückten ihre Leidenschaft für das Team in allen erdenklichen Formen aus. Die Liebe und Hingabe waren eine wichtige Quelle der Inspiration für die Spieler. Sie wollten ihren Anhängern etwas zurückgeben und kämpft mit ganzer Kraft für jeden Sieg. Die Playoffs rückten näher und die Bayreuth Tigers hatten nur ein Ziel vor Augen: die Meisterschaft. Das Team war eingespielt und voller Selbstvertrauen. McDavid und Draisaitl führten die Mannschaft mit ihrer Erfahrung und Klasse an. Sie waren nicht nur auf dem Eis dominierend, sondern auch außerhalb des Spielfelds wichtige Leader. In einer dramatischen Finalserie standen sie den favorisierten Kassel Huskies gegenüber. Die Spiele waren hart umkämpft und von hoher Intensität geprägt. Doch die Tigers kämpften wie Löwen und setzten sich letztendlich durch. Bayreuth hatte es geschafft, die Meisterschaft zu gewinnen. Die Spieler jubelten ausgelassen, die Fans lagen sich in den Armen und die ganze Stadt feierte diesen historischen Erfolg. Nach einer erfolgreichen Saison bei den Bayreuth Tigers entschieden McDavid und Draisaitl, den nächsten Schritt in ihre Karriere zu gehen. Sie kehrten zur NHL zurück, aber ihr Aufenthalt in Deutschland hinterließ einen bleibenden Eindruck. Die Bayreuth Tigers hatten sich als ernstzunehmende Größe etabliert und blieben auch nach dem Weggang der Superstars eine starke Mannschaft. Das Vermächtnis von McDavid und Draisaitl war eine gesteigerte Begeisterung für den Eishockeysport in Deutschland und die Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft. Die Geschichte von McDavid und Draisaitl bei den Bayreuth Tigers wurde zu einer Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Ihre Zeit in Deutschland hat nicht nur den Club, sondern den gesamten Eishockeysport verändert. Die Bayreuth Tigers waren nun ein fester Bestandteil der deutschen Eishockeykultur und die Fans erinnerten sich immer wieder voller Stolz an die glorreichen Tage mit den beiden Superstars. Die Bayreuth Tigers hatten bewiesen, dass Träume wahr werden können und dass selbst ein kleiner Club wie die Bayreuth Tigers mit den richtigen Spielern und der Unterstützung der Fans Großes erreichen kann. Der Erfolg der Tigers inspirierte junge Talente im ganzen Land, ihre Leidenschaft für das Eishockey zu entfalten und ihren Träumen zu folgen. Die DEL 2 erfuhr durch den sensationellen Transfer von McDavid und Draisaitl eine nie dagewesene Aufmerksamkeit. Die Liga wurde international beachtet und gewann an Ansehen. Die deutschen Eishockey-Clubs sahen die Chance, sich zu verbessern und talentierte Spieler anzuziehen. Die DEL 2 wurde zum Sprungbrett für junge Talente, die davon träumten, in die NHL zu gelangen. Auch die Zusammenarbeit zwischen deutschen und internationalen Spielern verbesserte sich. McDavid und Draisaitl brachten ihre Erfahrung aus der NHL mit und halfen, das Niveau des deutschen Eishockeys zu steigern. Sie trainierten mit jungen Spielern, gaben ihnen wertvolle Tipps und halfen, das taktische Verständnis zu verbessern. Die Bayreuth Tigers blieben auch nach dem Abschied von McDavid und Draisaitl eine starke Mannschaft. Sie hatten gelernt, was es bedeutet, als Einheit zu spielen und füreinander einzustehen. Die Fans blieben ihnen treu und unterstützten sie weiterhin leidenschaftlich. Die Geschichte von McDavid und Draisaitl bei den Bayreuth Tigers wird für immer in Erinnerung bleiben. Sie wird von Fans weitererzählt und dient als Motivation für junge Spieler, ihre Ziele zu verfolgen. Die Bayreuth Tigers haben bewiesen, dass ein Teamgeist und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten Berge versetzen kann. Während McDavid und Draisaitl zu ihren NHL-Karrieren zurückkehrten, trugen sie ein Stück Bayreuth in ihren Herzen. Sie schätzten die Zeit, die sie mit den Tigers verbracht hatten und die Atmosphäre in der ganzen Stadt. Sie würdigten Fans und die Unterstützung, die sie erhalten hatten, und hielten Bayreuth für einen Ort, der ihnen für immer wichtig sein würde. Die Bayreuth Tigers gingen mit neuen Spielern und neuer Energie in die kommenden Saisons. Sie hatten eine solide Basis aufgebaut und waren bereit, für weitere Erfolge zu kämpfen. Die Geschichte von McDavid und Draisaitl mochte vorbei sein, aber ihr Einfluss und ihr Vermächtnis würden für immer in den Annalen des deutschen Eishockeysports verankert bleiben. So endet unsere Geschichte über den spektakulären Wechsel von Connor McDavid und Leon Draisaitl zu den Bayreuth Tigers in der DEL 2. Sie eroberten die Herzen der Fans, brachten neue Begeisterung für das Eishockey und prägten den deutschen Eishockeysport nachhaltig. Möge ihr Vermächtnis als Inspiration für zukünftige Generationen von Spielern dienen und die Bayreuth Tigers zu weiteren Erfolgen führen.